Die Verlagsgruppe Rudolf Müller ist mit Sitz in Köln ist eine der führenden Informationsanbieter, Fachinformationsanbieter für die Bereiche Planen, Bauen, Immobilien und Handelsmarketing. Die Verlagsgruppe Rudolf Müller besteht im Wesentlichen aus 6 Fachverlagen und einer Digitaldruckerei. Wir verlegen 16 Zeitschriften und über 250 Fachbücher und lose Blattwerke. Technisch gesehen haben wir 6 Standorte deutschlandweit. Clientseitig haben wir ca. 300 Desktops bei uns im Einsatz, wobei im Wesentlichen Windows eingesetzt wird und ein gewisser Teil iOS-Devices sind. Die Ausgangslage war in 2009 in 20 neue physische Server zu investieren. Die Betrachtung der Betriebskosten dieser physischen Server und die Idee, alternative Betriebsmodelle einzusetzen, hat uns letztlich auf die Idee gebracht, auf die Virtualisierung zu setzen. Im Wesentlichen standen dort im Vordergrund, die Betriebssicherheit der Serverlandschaft zu erhöhen und administrative Kosten einzusparen. Und nachdem die Server-Virtualisierung bei uns installiert war, stand noch ein weiterer Bedarf an, und zwar ein Windows 7-Update in 2011. Dafür haben wir uns 2010, weil wir gute Erfahrungen mit der Server-Virtualisierung gesammelt haben, ein Proof of Concept überlegt auf Basis von VMware View 4.5. Und dieses Proof of Concept, das waren 10 Desktops in produktiven Abteilungen. Und die Erfahrungen dieses Proof of Concepts, die war letztlich so gut, dass wir uns auch entschieden haben, die Desktop-Landschaft zu virtualisieren. Wir setzen derzeit 53 virtualisierte Server ein und 6 physische Server. Das ergibt ungefähr einen Virtualisierungsgrad von 95%. In der Desktop-Virtualisierung sind wir noch nicht so ganz fortgeschritten. Dort haben wir 160 Desktops virtualisiert und wir setzen 85 Fat-Clients ein. Das ergibt ungefähr einen Prozentsatz der Virtualisierung von 65. In der Server-Virtualisierung setzen wir derzeit die vSphere 5 ein in 2 verschiedenen Clustern und 2 verschiedene Lizenzstufen. In dem großen Cluster am Hauptstandort in Köln haben wir die Enterprise Plus im Einsatz und in einem kleineren Cluster die Essential Plus. Hinzu kommt eine VMware View-Umgebung in der Version 5.0. Dort evaluieren wir derzeit das Update auf 5.1. In der View-Umgebung haben wir zusätzlich noch das Secure Gateway im Einsatz in Verbindung mit RSA Secure ID, um den sicheren Zugriff der Desktops von extern zu gewährleisten. Zusätzlich verwenden wir noch VMware SynApp. Wir haben derzeit ca. 40 Anwendungen virtualisiert. Das funktioniert in unserer Umgebung so gut, dass wir diese SynApp sogar auf den Fat-Clients deployen. Und bei den 40 Anwendungen handelt es sich nicht nur um kleine klassische Anwendungen wie FileZilla, sondern wir haben sogar mit SynApp ein Photoshop-Element-System virtualisiert. Zusätzlich setzen wir noch sehr viele View-Clients, vor allen Dingen um den Access von externen zu gewährleisten. Das ist das, was unseren Mitarbeitern derzeit am besten gefällt in der virtualisierten Desktop-Umgebung. View-Clients für iPad, View-Clients für Macs, für Windows. Der hohe Reifegrad der Virtualisierung in unserem Unternehmen erlaubt es, über eine Disaster Recovery Site nachzudenken, beziehungsweise die Virtualisierung macht diesen Gedanken erst wirklich tragbar und möglich. Und der Gedanke zu einer Disaster Recovery Site bewegt uns schon circa 1,5 Jahren. Wir überlegen uns, das zum Beispiel mit dem Site Recovery Manager von VMware zu machen oder perspektivisch auch in einer Hybrid-Cloud über einen vCloud-Provider mit entsprechenden VMware-Produkten. Da sind wir aber noch in der Evaluierungsphase und das kann auch noch eine Zeit lang dauern. Dann haben wir immer noch den Bedarf, obwohl zwar extern die virtualisierten Desktops zur Verfügung stehen, Dateien auszuliefern an die User, die mobil unterwegs sind. Das machen wir natürlich jetzt, wie historisch bedingt, schon seit langem mit klassischen VPN-Clients auf unterschiedlichen Betriebssystemen, was einen sehr hohen Administrationsaufwand erfordert.
Und deswegen schauen wir uns seit der VMware World 2011 speziell das Produkt Octopus an. Da sind wir sehr interessiert dran, weil dadurch durch den einfachen Access auf allen möglichen Plattformen der Zugriff auf die Dateien von den Benutzern zur Verfügung steht.